Der Tag der Iborogaxe ist gekommen. Ron Beletskissen ist in Stuttgart. Ich sehe aus wie ein verdammter Banker, der bankrott gegangen ist. So sieht's doch immer aus. Das Wiedersehen hätte nicht besser anfangen können, als mit Marc hat mir einen neuen Duft geschenkt. Der ist richtig geil. Steigt aus dem Auto aus, lässt das Ding fallen. Leute, ich war bis eben in einer glücklichen Beziehung, aber dann kam Seeking. Ey, ich wollte mich da eigentlich nicht entlarven. Das ist der Shit. Es ist früher so eine Sugar Daddy Plattform gewesen. Ist es wahrscheinlich immer noch. Digga, aber ich sag euch ganz kurz, ja. Zeig doch mal bitte ganz kurz dein Profilbild. Ja, ja. Dann sieht man, ich habe mich auch verifizieren lassen. Warte mal, ich bin young, crazy and successful. Ich bin Diamond Member. Dass ich Diamond Member bin, kostet mich 300 Euro im Monat. Nico, was ist denn jetzt der Plan? Kann ich das Office ins Auto fahren? Hey, wo musst du dein Ticket bezahlen? Hey, wo muss ich dein Ticket bezahlen? Was gibt's zu berichten, mein Lieber? Ja, bei dir? Ausgang, warte mal. Sieht gut aus. Iborogaxe. Are you drunk? Or am I drunk? Bronson, gib mir einen Reim auf Steinplattenritze. Mein Alkohol ohne mein Portemonnaie in der Flitze. Wow! Man merkt ganz klar, weil Ron ist ein Sprechgesangsartist des 21. Jahrhunderts verloren gegangen. Genau, ich bin Freestyler, denn ich mag, wenn ich meine Klöten im Kies kleister. Was mir extrem wichtig ist nach so einem Saufabend, ist die Frage, sich zu stellen, ob halt so ein Elefant unbesiegbar ist. Elefant ist unbesiegbar, oder? Doktor Professor Trügtierapparat. Wenn man die Kamera mit dem Interview, was ihr da macht, Apparat nennen kann, gell? Genau, sie schlafet wahrscheinlich auch, oder? Das nehme ich immer ganz gerne als kurzer Einstieg, weil schon die Stimmung ein bisschen zu lagern. Alles klar, es gibt sie alle. Die Leute, die falsch schlafen. Ich habe meine Schlafprobleme nicht in den Griff bekommen. Ich habe alles Mögliche probiert, was mir Therapeuten empfohlen haben. Ich habe bei mir im Schrank geschlafen. Genau. Ich habe in meiner Dusche geschlafen. Genau. Da hat mir doch neulich jemand verklickern wollen, es sei gesünder, auf dem Kamin zu schlafen. Ich habe sogar auf meinem verdammten Kamin geschlafen. Genau. Entweder du holst dir eine Matratze von Emma, oder du bist Emma. Dank Emma schlafe ich jetzt wieder richtig gut. Und die Matratze ist auch nicht schlecht. Es ist verdammt wichtig, hin und wieder auf der Emma-Website vorbeizuschauen. Warum? Da gibt es ständig gute Rabatte. Mit dem Rabatt InScope. Das ist so ein deutscher YouTuber. Frag jetzt nämlich nicht. Das ist nicht meine Generation. Wie heißt die eine Plattform? Facebook oder so? Da bin ich raus. Bei Emma-Matratzen kann man 100 Nächte lang risikofrei schlafen. Das war immer das Ding für mich bei anderen Matratzenherstellern. Manfred, ich fühle mich aktuell extrem risikoreich. Bei welcher anderen Marke haben Sie sonst 10 Jahre Matratzenkerngarantie? Bei keiner, warum schlage ich Sie nicht endlich zu? Ich verstehe es nicht. Wie lange soll ich Ihnen die Matratze noch schmackhaft schwätzen? Emma, alles rund ums Thema Schlafen und im Kieskleister. Und wir wollen dir nochmal danken als neuer Creative Director bei OOK. Sehr gerne. Hey, warte. Ist wieder anfangs drauf? Ja, können Sie schicken, ja, bitte. Ja. Hey. Hey. Bro, Alice. Digga, der Zug ist abgefahren, Tim. Leute, ich freue mich auf einen geilen Skiurlaub mit Marc Eggers, Primax, Niki, Amar, Revi, Ron, Esker und Stefan Gehrig, Lexo und mir. Ja, ich mich auch. Bis auf die Tatsache, dass Marc Eggers, Ron, Esker, Stefan Gehrig, Amar, Trimax, Niki und Revi abgesagt haben. Digga, hier liegt ja gar kein Schnee. Hä? Also ich habe noch nie so wenig Schnee hier gesehen. Falls ihr jetzt Footage eingeblendet sehen solltet, wie ich mit dem Handy gefilmt habe, dann weiß ich auch nicht, was los war. Hier kommt genau unsere Musik. Wir sind jetzt, glaube ich, am höchsten Punkt in diesem Skigebiet hier. Digga. Wie klar ist denn dieser Himmel? Alexa wieder mit ihren Outfits macht sich jeden Tag wirklich sehr, sehr viele Gedanken darüber, welches Outfit sie heute wählt, was sie anziehen soll und vor allem, wie sie am besten ihre Nippel abklebt, wegen diesem extravaganten Kleid. Ich persönlich stehe hier heute angewurzelt in der Ola Kala Jeans.
in weißen Loafers mit einem extrem schönen kurzarmen Seidenhemd. Wer hat eigentlich danach gefragt? Wir gehen jetzt aufs Abendessen in diesem extrem teuren Luxushotel. Ist es mit Ton die Story? Lass mich noch kurz vor dem Ach so, sorry. Oh ja, das sieht gut aus. Verstanden, keine weiteren Störungen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch vielleicht dazu relaten kann, der vielleicht auch in einer mental instabilen Phase ist. Aber wenn gerade so Momente kommen, in denen alles so entspannt und perfekt sein soll, dann kann man mit mentalen Problemen oft nicht richtig abschalten. Und dann hat man eher so das Gefühl so, Digga, was ist denn jetzt schon wieder los mit mir? Warum kann ich jetzt hier nicht richtig abschalten? Und das setzt dann eher doch mehr unter Druck. Deswegen, ja, das zum aktuellen Feedback der mentalen Lage. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist eigentlich bisher ganz nice, oder Baby? Ja, es ist sehr vielversprechend. An der Stelle möchte ich auch nochmal einen dicken Gruß raushauen an Zero Hotel. Sehr, sehr nice Hotel. Grüße an der Stelle auch an Jens, bester Mann. Wie lange haben wir das schon nicht mehr auf diesem Kanal gesagt? Extrem viele Leute deabonnieren meinen Channel. Bitte abonniert ihn wieder zurück. Genau. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr wieder ein bisschen mehr mit Ronnie sehen wollt. Ein dicker Gruß geht raus fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich nicht in der nächsten Episode.